Das Leben mit Hightech verspricht uns immer wieder und unerschütterlich ein Stückchen Paradies auf Erden. Naja, sagen wir wenigstens vor dem Display, dem Bildschirm oder dem Monitor. Mal ernsthaft. Nicht nur Bloody Greenhorns stürzen sich an den Rand eines Nervenzusammenbruchs, wenn zum Beispiel ihr Smartphone sich wieder mal störrisch weigert, einfach das zu tun, was dieser Mensch da von ihm eigentlich will. Wer sich davor bewahren will, ernsthafte Schäden seiner Psyche zu erleiden, sollte deshalb zunächst einmal die Binsenweisheit akzeptieren, dass Smartphones wie jedes andere Computersystem mehr oder weniger unschuldig sind. Im Zweifel für den Angeklagten, sage ich immer. Computer sind Vollidioten. Sie tun immer nur das, was das Menschlein da vor seinem Bildschirm ihm befiehlt. Frei nach dem Grundsatz, das Problem sitzt in 99% der Fälle vor dem Display. Richtig ist aber auch, dass Computersysteme nach wie vor nur das tun oder lassen, was ihre geistigen Väter ihnen bei der Zeugung, besser bekannt als Programmierung, eingepflanzt haben. Und Programmierer haben eines mit den sogenannten Usern, auf die sie ihre geniale Erfindung loslassen, gemeinsam. Es sind, man glaubt es kaum, Menschen. Und auch nach absolviertem IT-Studium, meinetwegen mit akademischer Einsprechung, teilen sie eine unleugbare Eigenschaft mit den von ihnen umworbenen Usern, die nicht müde werden, immer wieder erkleckliche Summen für das neueste elektronische Spielzeug auszugeben. Fast so, als gäbe es weder Inflation noch Energiekrise. Ich stelle nur mäßig verblüfft fest, Menschen machen Fehler. Und das ist okay so. Immerhin können wir ja nicht zuletzt aus Fehlern lernen. Oder könnten es eigentlich? Ein typisches und nervendes Beispiel für diese Erkenntnis erlebte ich erst kürzlich, als ich eines unschönen Morgens mein Smartphone aus dem Hause mit dem angeknabberten Apfel startete und kurz darauf die Kamerasoftware einschaltete, sah ich fast nur schwarz. Über Nacht hatte sich eine der beiden Kameras meines iPhones XS Max verabschiedet. Die Teleoptik funktionierte einwandfrei, aber welche Kamerasoftware ich auch ausprobierte, das Weitwinkelobjektiv wollte nicht oder konnte nicht. Jedenfalls zeigte es mir mit dem schwarzen Bildschirm den Stinkefinger, bildlich gesprochen. Es folgte das Übliche, die Suche nach dem Übeltäter. Man kennt das seit der Feuerzangenbowle und dem Professor Krei, besser bekannt als Schnauz. Nach dem Durchforsten von hunderten möglicherweise unversehens verstellter Einstellungen im Phone musste ich mich geschlagen geben. Der Bildschirm blieb zumindest, wenn er einen weiten Winkel anzeigen sollte, schwarz. Vor purer Verzweiflung rettete mich nur ein regelrechter Geistesblitz. Die Garantie für das gute Stück war ja noch nicht abgelaufen. Die Hotline des Verkäufers war, oh Wunder, erreichbar und sogar kooperativ. Man versprach, innerhalb von 24 Stunden einen Lösungsvorschlag zu präsentieren. Na, vielleicht Reparatur oder Ersatz oder was auch immer. Aber zu diesem Äußersten kam es dann doch nicht. Heute Morgen blinkte mir beim Hochfahren des iPhones eine irgendwie verlegen klingende Nachricht der Apple-Knusperer entgegen. Man deutete an, möglicherweise gäbe es doch wohl Probleme mit dem erst kürzlich erschienenen Betriebssystem der Version iOS 16, das unser einem als eine Art Nonplusultra versprochen worden war. Apple empfahl jetzt ein Update auf die Version iOS 16.02. Fast überflüssig zu erwähnen, dass wie von Zauberhand danach die Kameras wieder vollzählig vorhanden waren und sogar funktionierten. Hurra! Irgendwie erleichternd, dass auch der alte Grundsatz It's not a bug, it's a function noch immer gilt und dass auch die oberschlauen Eierköpfe in den Programmierschmieden des Silicon Valley in der Lage sind, Fehler zu machen und sie sogar zuzugeben, zumindest wenn sie nicht mehr zu leugnen sind. Und die pfiffig unverschämte Ausrede, es sei eine Funktion, nicht ein Programmierfehler, also ein Bug, auch nicht mehr zieht. Ihr, Jos van Aken.